Meine geheimen Spezialforschungen, die werde ich heute zeigen. Grüße an Stefan hier. Bei mir zu Hause taucht einfach ein Kadabra auf und was war los und ein paar kleine Sachen so nebenbei. Man hört es eventuell schon an meiner Stimme. Die letzten zwei Tage lag ich ein bisschen flach, aber nun geht es wieder aufwärts. Und so ein Video, das ich mal machen wollte für schlechte Tage, wenn ich kein Gameplay von draußen habe, ist meine ganzen Spezialforschungen durchgehen und da sind so einige Dinge versteckt, wo ich selbst nicht mehr weiß, wann habe ich die eigentlich nicht abgeschlossen und so. Ne, Zapdos ist mittlerweile da im Raid wie schon. Oh, ein legendäres Pokémon. Wie schon angekündigt, ist Zapdos am Start, ist sogar einige Stunden früher aufgetaucht. Keine Ahnung warum, was da der Fehler war von Niantic, aber yo. Und sogar mit der, finde ich genial, mit der Event-exklusiven Attacke Donnerschock. Also benötigt man da nicht mal, wenn man es denn damit haben wollen würde und ein gutes bekommt, nicht mal eine Top-TM. Das finde ich spitze. Das heißt vermutlich auch Lavados dann mit der Event-exklusiven Attacke. Schauen wir mal. Na gut, das mal dazu. Dann Mega-Hundemon haben wir. Welch Wunder, erfolgreich freigespielt und werden wir im Raid erhalten und zwar ab dem 29. September 22 Uhr, also bei uns dann erst am nächsten Tag. Da wird es Mega Hundemon geben, das mal dazu und genau, das waren alle News und Neuigkeiten der letzten Tage. Außerdem ist das berühmt-berüchtigte Update 187, die Straßenbande hat es rausgelassen, 0.1187.1, das von dem ich immer mich gesträubt habe, es runterzuladen, weil es da zu Fehlern bei der Kampfliga kam. Das Update ist nun einfach forciert, ohne dass das andere schon in den meisten Play Stores und App Stores verfügbar ist. Also bei mir gibt es das leider noch nicht, aber Android-User können sich irgendwie die APK-Datei schon auf eigene Gefahr hin runterladen. Also, man sieht, ich habe hier so einiges noch nicht abgeschlossen, weil die Spezialforschungen, die laufen einem nicht davon, die hat man unendlich lange. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ach so, eine Sache noch. Ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, aber ich glaube, dass die von einem Glücksei und einem Sternenstück beeinflusst werden, diese Zahlen. Und von daher, weil ich jetzt echt viel abhole, wo ist denn das Sternenstück so weit unten? Weil ich jetzt echt viel abhole, werde ich mir das mal genehmigen. Also, eine Mega-Entdeckung. Ich mache die meistens bis zum letzten Schritt so, wo es dann nur noch ums Abholen geht und danach, keine Ahnung, habe ich irgendwie keine Eile. 3 Sonderbonbons, 25 Bibor-Energie dürfte das sein. 5000 steht zwar hier, aber das müsste, glaube ich, die erhöhte, also müsste, glaube ich, beeinflusst gewesen sein. Das können wir auch mal versuchen. So, da sagt der Professor Willow noch etwas über die Mega-Entwicklungen, die jeder hier so feiert in Pokémon Go. Also, 1500, die Mega-Entdeckung. Moment mal. 1500, jetzt wird... Ach du meine Güte, was denn da passiert mit dem neuen Update? Was ist denn mit dem Power-Up-Button los? Heieiei, zum Glück ist das Update forciert. Na so, 893... Merken wir uns beim Sternenstaub 4893. Jetzt wird ein bisschen gerechnet. Und wir haben 4915. Also das wurde auf jeden Fall vom Sternenstück beeinflusst. 2200 irgendwas habe ich bekommen. Perfekt. Also für eine einzige Spezialforschung lohnt sich da natürlich kein Sternenstück. Aber wenn ich jetzt zig davon abhole, dann definitiv. Hier auch nochmal die 1500 und die Biber-Energie. Da bin ich jetzt auch schon, ich will nicht ganz sagen fast auf den 999, aber durch die Feldforschungen habe ich da schon sehr viel Biber-Energie. Schnurstracks zum Sieg. Das Victini-Shirt habe ich mir hier nicht abgeholt. 20 Victini-Bonbons, 10 Sonderbonbons und oh, sogar eine Brutmaschine. Niantic gönnt aber mal ordentlich. So. Das Victini-Shirt möchte nicht laden, offenbar. Huch, was ist denn da los? Wie Sie sehen? Sehen Sie nichts. Ja, das neue Update ist wirklich
Einwandfrei. Ich bin froh, dass man ein kaputtes Update forciert, ohne das funktionierende vorher anzubieten. Dann schließen wir das mal und ich bin gleich wieder da. Oh, jetzt haben wir so einiges. Jetzt haben wir so einiges, warum ich das auch mache. Niantic hat gesagt, hier GoFest 2020 willkommen. Da sind so einige Belohnungen zu fangen. Die 200 Bälle, die werde ich nicht abholen, glaube ich. Das behalte ich mir noch. Ist ja ganz fein für schlechte Zeiten. Das sind 200 Superbälle, die ich in Wahrheit besitze. Ohne, dass sie Inventarplatz benötigen. So. Niantic hat gesagt, die Team Go Rocket Giovanni Spezialforschung, da wird es bis Ende September keine neue geben. Und jetzt ist schon Ende September und von daher möchte ich die jetzt fertig machen, falls es für den Oktober dann eine neue gibt. Und genau, Glurak direkt gefangen, 20 Bonbons und mehr Sternenstaub auch dazu. Bei Glurak habe ich momentan hier 130 Energie. Ach so, ist es eventuell mit den Buttons so kaputt wegen Mega Glurak X und Y? Keine Ahnung. Die gibt es ja auch momentan, die drei Starter als Photobomb. Ich bin mir sicher, manche Leute vergessen darauf, sich das täglich abzuholen. Aber wenn man sich fleißig um seine Kumpel kümmert und jeden Tag auch Fotos macht, dann kommt man da sowieso gar nicht erst drum herum. Ich muss aber zugeben, die sind wirklich lästig zu fangen. Also, ich habe dafür für einen Bisaflor. Heute war das, glaube ich, ich will nicht lügen, 7 bis 9 Hyperbälle ausgegeben. Ab und zu sogar irgendeine Beere. Das war nicht nett, aber immerhin ist es nicht geflüchtet, denn die Fotobombs können ja rein theoretisch auch flüchten. 3,35 von der Turtok-Energie habe ich hier am Start. So, was haben wir jetzt hier? Ein Bisaflor. Warum in dieser Reihenfolge, Niantic? Das gefällt mir gar nicht. Ich achte extra immer darauf zu sagen, Bisaflor, Glurak, Turtok, denn das ist die Reihenfolge. Wer mal auf die ganzen Newsartikel und so achtet, oh, Gardevoir, danke dir. Wer mal auf die ganzen Newsartikel achtet, wenn Niantic da irgendetwas ankündigt, die Aufreihung ist immer nach der Pokédex-Nummer. Bei den Spawns in der Wildnis oder bei den Überschriften, wenn die legendären Vögel erwähnt werden oder irgendwie sowas in der Art. Das ist meistens in der Reihenfolge so nach der Pokédex. Nummer. Okay. Na, oder vielleicht auch nicht so ganz okay. Ja, ansonsten. Wann ist der 29. Da wird dann Mega Hundemon dazustoßen. Und vermutlich kein anderes Pokémon verschwinden. Dann irgendwann schon Halloween. Wie auch immer man dann weitere Energie für Mega Gengar bekommt. Vielleicht ist Gengar so in der Art wie Bibor. Dass man da dann immer kleine Forschungen, Spezialforschungen und so weiter hat. Weil Bibor gibt es ja zum Beispiel nicht im Raid. Kaumalat. Okay. Wusste ich gar nicht, dass das auch am Start war hier. 4, 5, 7. Boah, Moment, war es nicht 630 oder so? Aber das ist das Level 20er Dingenskirchen aus dem Raid. Und hier sind wir bei Level 15. Da weiß ich die Zahl leider nicht auswendig. Okay, schauen wir gleich mal, was dieses Kaumalat so kann. Das kann gar nichts. Tut mir leid. Okay, tschüss. Und eine Pokémon-Belohnung haben wir hier sogar noch. Und zwei Glückseier gibt es am Ende. Relaxo. Ist im Allgemeinen ganz fein, aber jetzt im aktuellen Event gibt es das Ding ohne Ende. Da spucke ich mir mal in die Hände vor dem Wurf, dass das auch was wird. Wow. Okay, genau. Da muss ich mir echt was überlegen. Das habe ich auch ein paar Mal so gelesen. Schillinge sind einfach fabelhafte Würfe, eigentlich noch was Besonderes. Warum blendest du immer da das Wow ein und so? Ja, besonders aktuell im Event, da kann man es schon, oder wenn ich möchte, könnte ich da bei jedem Pokémon das machen und das nervt dann echt im Video. Gut, blenden wir die mal aus und darum geht es. Die düstere Bedrohung wächst. Die sollte ich dann unbedingt fertig machen. Ich habe mir auch gar nicht hier das Super Rocket Radar geholt, dass ich immer die falschen Rüpel bekommen kann. Das war mir in letzter Zeit gar nicht so wichtig, weil die normalen Rüpel sowieso schon so häufig auftauchen. Aber hat man eben genau dieses schwarze Radar, dann kann man ja Giovanni finden. Und nicht jeder Pokéstop ist aber mit Giovanni. Und es gibt auch die falschen Rüpel. Da müsste man noch Knofensa bekommen. Okay, Alucliff und Sierra. Dann mache ich das dann mal
die nächsten Tage noch fertig. Feier zur Nostalgie-Herausforderung. Oh, da habe ich auch nicht fertig gemacht. 2 von 5. Sehr schleißig, Schilling. Aber eben die Spezialforschungen, da hat man überhaupt keine Eile. Nur die begrenzten Forschungen, die sollte man immer sofort fertig machen. Für einen Otero brauche ich aber keine silberne Sananabeere. Dann nehmen wir die normale. Otero, mittlerweile ein bester Kumpel, der wartet nur darauf, dass es einen und er einen Community Day bekommt. Und dann gibt es aber mal lecker Schmecker 100% Aqua Haubitze. Schauen wir mal, wann es wieder soweit ist mit den regulären Community Days. Vermutlich wird das noch dauern. So, das Ding mal gefangen und eingetütet. Was wird man da jetzt für den nächsten Schritt machen sollen? Dass ich da erst bei 2 von 5 bin? Das wundert mich ein wenig. Muss ich ehrlich zugeben. Flampion! Ja, da nehme ich auch gerne ein gutes. Nach wie vor. Nostalgie-Herausforderung. Was war denn da nochmal? Warum gibt es da ein Otero und ein Flampion? Überhaupt keine Ahnung. Einfach keine Fragen stellen. Und mitnehmen. So, danke dir, Flampion. Dann labert sogar der Professor Willow etwas. Ich kann nicht aufhören, drüber nachzudenken, wie süß Otero ist. Das kann ich auch nicht. Jede Nacht hält mich das munter. Fabelhafter Wurf. 15 Mal gegen einen anderen Trainer? Okay. Und 15 Power-Ups verwenden. Na, da habe ich was zu tun. Dann Forschung zum Durchstarten. Ach genau, da gibt es richtig viele Erfahrungspunkte. Diese Forschung ist eben für neue Spielerinnen und Spieler gedacht, dass man da ordentlich aufholen kann, auch mit den EP. Und diese 15.000 müssten eigentlich jedes Mal 30.000 sein. Nochmal 30.000 und 90.000 in Summe. Und nochmal 30.000, das ist schon krass. Mit einem Glück sei eben, aber ich finde es ein bisschen, hier steht bestimmt gleich 15.000. Das verstehe ich nicht. Das finde ich irreführend. Denn eigentlich wird das beeinflusst. Also das finde ich, ja, keine Ahnung. Denken sich vielleicht die Leute, oh, extra ein Glücksein gemacht? Nö, hat nicht gezählt, dann mache ich das beim nächsten Mal auch nicht mehr. Was haben wir jetzt hier? 5 verschiedene Arten. Oh, ich dachte schon, fange ein legendäres Pokémon durch einen Feldforschungsdurchbruch? Ah ja, moin, Niantic. Wer kennt sie nicht, die Legendären im Feldforschungsdurchbruch und brüte 3 Eier aus? So, 1000-jähriger Schlaf. Die habe ich wirklich monatelang. Ach nö, das war die andere, sorry. Da sage ich gleich was dazu. Habe ich jetzt verwechselt. 1000-jähriger Schlaf. Palim Palim, eine Flasche Pommes bitte, dankeschön. Das Ding sollte mehr Sternenstaub geben, glaube ich. Palim Palim ist genauso wie Ordoch geboostet vom Sternenstaub her. Zählt das auch hier oder nur bei wilden Fängen? So, ein 1000-jähriger Schlaf. War das nicht die mysteriöse Feldforschung sogar? Also Spezialforschung? Mit Chirachi? Nein, 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 Quatsch. Keine Ahnung. Werden wir gleich erfahren, was es hier so gibt. 1500, ja. Tatsächlich, ein wenig geboosteter Sternenstaub bei Palim Palim. Weil das Ding so gut wie nicht existent ist in der Wildnis. Bronzong! Jawohl, das waren die Fotobombs beim Pokémon Go Fest. Palim Palim ist aufgetaucht, Bronzong ist aufgetaucht, wenn man in einem bestimmten Habitat war, bei, ich glaube, so gut wie jedem Foto. In etwa, das war schon ziemlich cool. Leider bin ich nicht ganz dazu gekommen, das ordentlich zu melken, zeitlich gesehen. So, Bronzong nehmen wir mit und dann nehmen wir hier noch diese 8000, würde ich mal sagen, Erfahrungspunkte mit. Genauso wie hier, boah, 10 Sternenstücke. Jetzt bin ich ausgestattet. Ja, Jirachi war das. Tatsächlich, einfach unglaublich. Wir sind dem Stahl- und Psycho-Pokémon Jirachi begegnet. So, und rein theoretisch könnte man es hier am Ende fangen. Anstatt einmal 20 Bonbons. Aber wenn man es schon hat, dann gibt es hier eben die Bonbons. So. Bam, badam. 40 Jirachi-Bonbons nochmal. Oh, ich bin doof. Ich habe da Sonderbonbons reingeklatscht, um das in der Superliga zu verwenden. Da hätte ich mir 40 Sonderbonbons erspart. Immer beim Shirt hängt sich das Spiel auf. Hallöchen, Beta-Tester Schilling am Start. Eieiei.
Okay, die ist auch abgeschlossen. Die List... Jetzt habe ich mich verklickt. Man kann sich übrigens den Text hier nochmal durchlesen, wenn man rechts oben auf den Professor Willow tippt. Bei der jeweiligen Forschung. Ja, die Liste wächst und gedeiht. Auf jeden Fall. Mehr zu Meltern. Bei dem Schritt musste man ein Aerodactyl fangen. Und weil ich es nicht direkt in dem Event, ich war beim vorherigen Schritt, gemacht habe, ich habe ewig keines bekommen. Nicht, kein einziges Aerodactyl. Die war einfach keins in der Wildnis und ich habe zwar hunderte gebrütet, da war dieses lustige Fossileier-Event, aber gebrütet zählt nicht. Ja, deshalb habe ich die habe ich wirklich einfach nicht fertig bekommen. Und da kann man jetzt Meltern bekommen. Wer keine Switch hat oder niemanden kennt mit einer Switch für die mysteriöse Box, kann man sich zumindest ein Meltern holen. Dann als Kumpel zum Beispiel oder Sonderbonbons und so, dass man die Entwicklung und den Pokédex-Eintrag erhalten kann. Na gut. 5 verschiedene Arten. Wir sind schon bei 3. So, das war's. Mal wieder ordentlich aufgeräumt und da erzählt der Professor noch ein bisschen. Wow, Daniel Schilling, es ist ein Meltern in der geheimnisvollen Box. Ja, das war aber wirklich genial, muss ich sagen, wie das eingeführt wurde. Ah ja, und hier nochmal. Boah, das hat geschmeckt. An Sternenstaub und Erfahrungspunkten hat das auf jeden Fall ordentlich geschmeckt. Und hier auch noch eine Brutmaschine. Da gab es Zeiten, da waren Niantic echt noch großzügig. So, 5 Meltern-Bonbons. Okay, na gut. Vor allem die hier muss ich fertig bekommen. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob danach noch eine kommt, ob ich eine ganze verpasst habe, beziehungsweise ob ich eine ganze noch nicht gemacht habe. Und der Feldforschungsdurchbruch. Alola Raichu. Holen wir uns noch ab. Also, jetzt gab es 2 Tage keine Videos, weil ich eben mich nicht wirklich gut gefühlt habe und die Stimme auch furchtbar war. Aber ich habe das nur ein einziges Mal bisher in dem Spieletrend-Video erwähnt. Schilling Plus. Ich mache PvP-Videos jeden Tag seit der Vorsaison. Und weil ich die PvP-Videos so ein bisschen im Voraus machen kann, anders als hier die News-Videos in Pokémon Go, ging es dort ganz wie gewohnt weiter. Und ich bin nun bei fast 220 Folgen. Also in Wahrheit gibt es sogar viel mehr Pokémon Go-Content seit einem halben Jahr in etwa. Aber jo, okay, das war's mal dazu. Was haben wir jetzt hier bekommen? Ja, 36,5 Millionen. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.